Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Monster Hunter Rise. Und heute mal die Trophäe Ökologenabzeichen in Bronze. Ja, die Trophäe wird verliehen, wenn wir viele Fotos von Helferwesen machen. Ja, und unter vieler Fotos versteht sich natürlich wieder alle Helferwesen fotografieren. Und die schauen wir uns einfach mal an, damit ihr seht, wie viele es gibt, welche es sind und auch wo es die gibt. Dafür gehen wir auf Jägernotizen, einheimische Wesen und unter dem Bild haben wir halt den Typ stehen. Und hier bei der Giftkröte fängt der Typ Helferwesen an und die müssen wir jetzt alle fotografieren. Das sind einmal die Krötentypen, die kennen wir aus anderen Monster Hunter Teilen. Sie sollten auch nicht schwer zu finden sein. Dann die Käfertypen, die sollten jetzt eigentlich auch nicht so schwer zu finden sein. Zum Glück steht rechts immer noch der bekannte Lebensraum. Der Mief-Nerz ist auch überhaupt nicht schwer, die Schnecke nicht schwer. Marionettenspinne ist etwas seltener, sollte aber auch gar kein Problem sein. Der Plermatz ist tatsächlich etwas schwieriger zu finden, nur in den heiligen Ruinen. Ist aber sehr auffällig durch seinen orangenen Hals oder durch seinen orangenen Brustbereich. Einfach mal die Augen offen halten, dann findet man den eigentlich relativ einfach. Hier ein anderes Bild, nein, leider nicht. So, den Fallenkäfer, den kennen wir auch alle, können wir nicht übersehen, schon tausendmal gesehen. Genau wie die Anti-Dobra gibt es auch haufenweise von den Dingern. Der Gärhase auch relativ selten, aber eigentlich auch recht leicht zu finden. Die Laternenraupe auch sehr oft zu finden, gerade in den Frostinseln, finde ich, sieht man die sehr oft. Die Böenkrabbe, ja, in den Lavahöhlen geht es, relativ selten vertreten. In der Sandebene sieht man die fast überall, auch kein Problem. Und dann kommen wir zum Amai Pantex. Der ist tatsächlich relativ selten, sehr selten zum Beispiel in der Lavahöhle, noch gar nicht gesehen. Im Flutwald ist er unten rechts auf der Karte in dieser riesigen Pyramide. Da klettern wir fast bis nach ganz nach oben, gehen dann in die Pyramide rein und da befindet sich diese Schildkröte. Ja, das war's dann auch schon mit den Helferwesen. Diese zählen alle dazu und in diesem Sinne viel Spaß beim Fotografieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.